Moin, moin. Hi, ich. Mein Nickname ist Darkoras. Ich spiele heute ein Spiel, das sollte eigentlich kein Arsch von euch kennen. Es heißt Caster. Das ist Englisch, man kann sich es kostenlos downloaden. Ich werde irgendwo auch nochmal den Link irgendwie beipacken. Vielleicht in die Beschreibung oder so. Ja, und dann möchte ich mal die ersten zwei, drei Missionen spielen. Ja, Name. Darkoras, klar. Schwierigkeitsgrad normal. Okay. Ja, machen wir das hier drauf. Also ich habe das Spiel schon länger, sehr lange nicht mehr gespielt. Ich mag es eigentlich sehr gern. Das ist eigentlich mehr so ein Chaotenspiel. Okay. Englisch kann ich leider nicht so gut lesen. Deswegen werde ich nur. Okay, ich werde es versuchen vorzulesen. Commander's Log. The Midden Region has become completely overrun by the Flanks Infestation. The Caster Clan has finally responded to my request for help by sending over a new rookie caster named Dakoras. I've appointed Anna to be his mission director. She knows the area well and should be able to find the best mission deployment locations. I imagine that experienced casters are hard to come by nowadays. However, I fear our situation is far more than this young caster will be able to handle. Okay, das hier ist das Tutorial-Level. Das heißt, es wird noch kein einziger Gegner kommen. Man sieht schon, die Grafik ist atemberaubend. Hello Darkoras, my name is Anna and I'm your mission director. This first mission is just a training exercise. Use ASWD or arrow keys to move around. If use a game controller, use the left analog stick. Touch the red markers to learn more about the controller. Das ist langweilig. Okay, wir werden diese roten Teile nicht anquasseln, denn ich finde die völlig überflüssig, ehrlich gesagt. Okay, wir haben einen coolen Sprung. Oh, geht ganz schön hoch. Dann war noch irgendwo, genau, so ein Speedrun. Dann haben wir so einen coolen Blaster. Bam. Boah, ist so geil, immer wie die Erde erzittert hierbei. Ja, diese Kugeln sind wahrscheinlich so Zielübungen, habe ich so noch in Erinnerung. Wie gesagt, das Spiel ist zu lange her, dass ich das Spiel nicht, schon nicht mehr gespielt habe. Bam, boah, ich find's so geil, wenn die Erde so dabei erbebt. Es kommt so geil. Irgendwie sollte es doch dann hier weitergehen. Ich glaube, ich muss einen so einen Teil einsammeln, oder? Wow. Das war gerade wieder ein Speedrun. Okay, ich quassel das doch einmal an. Ah, genau, jetzt sollte es geklappt haben. Hä? Okay, verstehe halt irgendwie null, warum das nicht weitergeht. Okay, hier kommt Speedrun. Wing! Okay, komm nicht richtig hoch, ich spring lieber hoch. Ah, da ist das Ende schon. Ja, ich werde jetzt nichts weiter anlabern. Boah, ach, so. Hey, geht das nochmal? Geht das auf Wasser? Ah, ne, schade. Im Wasser geht's nicht klar, ne? Okay, es lag ein bisschen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm bei euch. Good work, Darkoras. You're ready for your first mission field. Bla bla bla. No damage. Ja, Mission Score kennen wir alles. Okay. Jetzt können wir mal in den Shop rein. Da können wir mal unsere Sachen upgraden. Dash. Ja, das ist dieses Schnellrennen. Pick-up-Distanz ist, dass man diese Kugel einsammelt, halt so extra Credits kriegt. Super Jump. Das ist Springen. Puls, das ist unsere momentane Waffe. Wir können auch andere Waffen freischalten. Wir können auch nachher noch alle Ebenen und sowas alles bewegen. Das heißt, wir können zum Beispiel irgendwie die Erde in den Boden, so tief im Boden machen, dass da Wasser kommt oder einen Berg aus dem Boden stanzen oder ja, so richtig geile Sachen halt. Okay, als erstes ist es bei mir zumindest so, ich mache immer Dash, weil es ist am wichtigsten eigentlich, weil wer schnell rennt, kann nicht getroffen werden. Okay, dann geht's los zur ersten Mission. Loading, Wet Wasteland. Wie gesagt, ich mein Englisch vorlesen ist sowas von grottig, da nehme ich immer Rücksicht auf euch, wenn ihr euch darüber aufregt. Okay. In dieser Mission
Genau, in manchen Missionen muss man immer solche bunten Kugeln einsammeln. Douglas, your station defenses are running low and powered so well. Need you to collect all the nearby energy deposits. Be careful, you rather shows that there are a few flanks in this area. Okay, was ich noch weiß, wenn man diese Bäume anknallt, dann kommt da so was Rotes aus und rot war meine ich Schild oder Leben halt. Ja, Schild, Leben, dasselbe in diesem Falle. Okay, das ist der erste Punkt. Ah, dahin. Genau, und wir haben ja so eine. Diese geile Waffe hier, dieser erste Blaster, der ist sowas von für einen Anus. Eigentlich, naja. Die Waffe, also ich würde sagen, wir könnten hier noch keinen einzigen Gegner eliminieren, wirklich. Wow, warum sind hier so viele von diesen Dingern? Was sind das überhaupt? Warte, wann ist. Okay, ich gucke mir die jetzt. Ich bleibe jetzt nicht hier, um mir die genau anzugucken. Ist eigentlich hier gerade eins hier zufällig. So. Was? Hier sind rote Punkte, aber ich sehe keine Gegner. Ach so, das sind diese, das sind Schleimdinger. Dinger. Stirb. Wie ihr seht, man kann mit dem ersten Blaster nicht wirklich Schaden machen. Boom. Boah, so geil, wie der zittert. Okay, ah da. So, das ist, wenn dieses grüne Teil auftaucht, dann haben wir meistens die Mission erledigt und können nach Hause gehen. Oh Gott, diese Grafik ist so für den Arsch. Good work, Darkrus. That should keep us well protected for the time being. No damage, cool. 7000 Punkte, wow, das ist nicht schlecht. Okay, machen wir erstmal Dash voll. Und danach halt Leben. Wer viel Leben hat, kann nicht sterben. Geile Lebensphilosophie. Okay, Select a mission, also Pits und The Beaten Path. Machen wir mal The Beaten Path. Eine Spinne. Bah. Xam-Xive, oder? Irgendwer hat das gezeichnet. Oh nee, daran kann ich mich noch erinnern. Boah, oh nee, das war. Oh, ich hasse das so. Da werde ich sterben, garantiert. Darkrus, there's a large flanks near the end of this channel. D destroy the flanks to complete the mission. Also, it looks like there is a toxic cloud above you. Make sure to stay below it. Oh, nee, ne? Das ist ja voll fucking tastisch. Ah, hier kommt Wasser und wir brauchen dieses Erde hochmachen, Waffe, um da unten dran zu kommen. Okay, langweilig, weg. Okay, ich kann schwimmen, cool. Hier fehlen irgendwie die Gegner. Boah, Kacke, habe ich mich gerade erschrocken. Stirb. Lass mich in Ruhe. Genau, das sind immer diese Kugeln, die irgendwas Buntes um sich herum haben, sind immer Waffen. This attack is also a defense. Press and hold the attack button to create an energy shield. Boah, boah, boah. Ah, diese Ding, boah. Killerasseln. Keine Ahnung, was ist das? Was sind das? Ah! Hui, krieg ich mich nie, Schweine! Was ist denn. Ey, cool, man kann noch mehrere machen, wenn man es auflädt. Das ist ja cool. Okay, stirbt, stirbt, ihr seid alle scheiße. Stirbt. Haha, niemand kommt gegen die Macht von. Keine Ahnung, wie der Attacker heißt, an. Da ist noch einer. So. Es geht weiter. Es geht weiter und es geht weiter und es geht weiter. Achso, hier kommt gleich, glaube ich. Irgendwie war. Ist. Hier kommt irgendwie so ein riesiges Ding. War, glaube ich, noch, oder? Hä? Wow! Was?
Oh Gott, Stöcker, die schießen können, das ist ja auch mal geil. War cool, ich kann in der Wand hochrennen. Okay, ich splitte gerade mal das Video und dann bin ich gleich wieder da. Ciao, Bell.